Also wir erzählen euch jetzt von der Weser. Die erste urkundliche Erwähnung von Polle erfolgt im Jahre 1285, also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Der Ortsname beruht sich wahrscheinlich, also wir wissen es nicht genau, auf einer Weserschleife, die ihr auch hier vorne seht, ja, in einen vorspringenden Poll, im Sinne von dem Kopf, der spitze ragte. Darauf entstand die Burg Polle. Genau, und hier seht ihr schon ein Stück davon. Genau. Hier sehen wir jetzt die Burgmauer, aber wir können gleich ein Stück zurückgehen, vielleicht dann sehen wir auch die Burg. Genau, wo das halt entstand. Genau, und hier die schöne Landschaft noch dazu. Ja. Wir können leider nicht hoch, weil die haben das Tor zu. Wir wussten nicht, dass es ein Tor gibt, Freunde. Ja. Dann geht es ein Stück runter. Aber die werden wir euch auch noch zeigen. Das ist nicht das Ding. Ja, ihr habt ja auch direkt so einen schönen angrenzenden Park. Ja, hier geht ganz bisschen rein. Also es hat eine richtig schöne Aussicht, auch von hier oben. Ja. Da ist sie, der Turm. Seht ihr, ja, wo die Flagge ist? Da. Und da ist der Kopf quasi. Ich bin doch hier hin. Hier ist noch besser. Hast du's? Ja, dann sieht man nicht so viele Bäume. Ja, da ist quasi der Kopf. Hm? Ja. Ja. Wahnsinn. Genau. Aber von der Burg Polle zeigen wir euch später nochmal. Genau. Wenn die offen hat.